Ich begrüße euch herzlich zu diesem Freitag am 20. Juni. Wir lesen heute Jesaja 40, Vers 1, der Anfang eines neuen Teils des Buches Jesaja. Wunderbare Worte, die schon so manchmal gelesen wurden. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wer ist hier gemeint? Wer soll das Volk trösten? Das ist eine echte Frage für die Ausleger. Ist gemeint, dass der Jesaja und seine Prophetenschüler das machen sollen? Oder sind auch eventuell wir selber gemeint? Das Volk Gottes ist sicher nicht gemeint, sich selber zu trösten, sondern da kommt jemand von außen und soll dem Volk wieder Trost bringen. Zu was für Schwierigkeiten das uns führen kann, wenn wir das Wort ernst nehmen, das möchte ich noch kurz schildern. Ich hatte einen Gottesdienst, neulich, etwa vor anderthalb Monaten oder zwei. Und da habe ich mal über ein hebräisches Wort predigt. Das mache ich eigentlich sehr selten, weil ich die Leute nicht überschwemmen mit Fremdwörtern. Aber das war einfach ein Begriff aus der Geschichte von Jakob. Und über den wollte ich reden, darum habe ich da etwas Hebräisches mal zitiert. Den ganzen hebräischen Satz habe ich zitiert. Und da stelle ich fest, vor der Predigt, dass zwei junge jüdische Männer in den Gottesdienst kommen. Sie waren bei einer Familie aus unserer Gemeinde in der Ferien. Die nimmt etwa zweimal im Jahr jüdische Leute auf, dass sie Ferien machen können, z.B. eben Kriegsverletzte. Das waren zwei Männer mit Kriegsverletzungen. Und sie haben gesagt, ja, wir können nur heute den Anfang des Gottesdienst hören, dann gehen wir den wieder. Aber ich habe festgestellt, sie sind geblieben und geblieben. Und wir sind froh, sie hat einen Pilot aus unserer Gemeinde, der gut Englisch kann, nachher für sie übersetzt. Die Geschichte, die ich gebraucht habe als Illustration, ist ein Teil aus der Jakobsgeschichte. Und tatsächlich hat einer von diesen zwei, das hat der Zufall so wollen, oder der höhere Zufall, Jakob geheissen. Der andere hat Abihu geheissen. Und für das sie es besser verstehen, habe ich ihnen nachher meine hebräische Bibel gegeben und habe ihnen gezeigt, welche Stelle ich da auslege. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, das Volk Gottes zu trösten, weil wir sie ja selber gehören zu den Hauptverursachern von dem Leid, das man dem jüdischen Volk hat angetan. Wenn sie jetzt in einen Gottesdienst kommen oder überhaupt hier bei uns im Westen, in Europa sind, wie kann man sie trösten? Folgendes müssen wir uns merken. Punkt 1. Es ist ein Auftrag, dass wir Gottes Volk trösten sollen. Auch wenn es schwierig aussieht. Es ist ein Auftrag. Ein Auftrag, den wir haben. Punkt 2. Es soll eine Herzenshaltung sein von uns. Es soll ein Teil sein von unserem innersten Denken, ein Wunsch von uns, ein Bedürfnis, dem Volk von Gott Trost zu bringen. Und Punkt 3, du hast nicht so in Punkte reden, aber heute machen wir es einmal. Ganz wichtig ist, dass wir den Trost von Gott im Gebet in das Volk hineinsprechen. Wir in unserer Gemeinde haben so ein Israel-Gebet, an anderen Orten gibt es das. Oder auch persönlich kann man immer wieder an Gottes Volk denken in der Fürbitte und dort den Trost von Gott und auch von unserer Seite her in das Volk hineinbeten, hineinsprechen. Und nachher eben, Punkt 4, wenn es solche Begegnungen gibt, wie ich dann an diesem Sonntagmorgen erlebt habe, dann merken wir, dort ist der springende Punkt. Eins zu eins, wenn man sich begegnet, was kann man nachher noch machen? Wir, die früher Verfolger waren, die Schweizer, haben da einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen, zu einer ganzen Leidengeschichte. Und da merken wir, es geht nur durch freundschaftliche Beziehungen. Das macht die Familie unserer Gemeinde so gut, dass sie Freundschaften aufbaut, dass sie Menschen aus Israel einlädt, sie beherbergt, ihnen die Schweiz zeigt, ihnen ihre Liebe zeigt, ohne sie unter Druck zu setzen, ohne Erwartungsdruck aufzubauen und ohne sie penetrant zu missionieren. Bevor wir hier in diesem Gottesdienst noch das Abendmahl genommen haben, sind sie gegangen, das habe ich sehr gut begriffen. Weil das Abendmahl zu nehmen mit Christen, das ist natürlich für Juden, die nicht messianisch sind, nicht möglich, schlicht nicht. Aber ich habe gestaunt, dass sie wahrscheinlich etwas von dem Tröstlichen in diesem Gottesdienst erlebt haben. Etwas von dem Auftrag tröstet mein Volk in einem ganz kleinen Rahmen, in einem ganz kleinen Mass, ist dort zum Tragen gekommen. Nicht zuletzt aus dem, dass einfach Menschen Beziehungen leben. Aber auch die anderen Punkte bei uns, unserer Gemeinde, eben sehr wichtig sind. Und wir Acht darauf geben. So ist es tatsächlich möglich, dass man auch eine knifflige Aufgabe wie diese
eine hohe, eine wichtige Aufgabe erfüllen können als Leib von Jesus in dieser Welt am Volk von Gott gegenüber. Tröstet mein Volk. Wir lesen im 2. Korinther 1,7: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Das sprechen wir dem Volk Israel heute zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag.